Hallo Leute, in diesem Video wollten wir in erster Linie unsere neue Kamera testen. Außerdem wollte ich eine kurze Zusammenfassung machen. Ich wollte euch erzählen, wie der Setup in diesem Jahr von meinem 5er ist, was sich verändert hat, weil viele haben mich gefragt, was sind das für Felgen, was für eine Auspuffanlage und so weiter. Eigentlich kann man das aus den alten Videos nachvollziehen, aber für die speziellen Abonnenten mache ich das einfach mal und stelle in diesem Video mein Auto nochmal vor. Ich erkläre euch parallel dazu noch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch so ein E39 zulegt. Und erzähle euch ein bisschen was zu der Geschichte von diesem Fahrzeug. Dieses Auto habe ich bei meinem Kollegen Vladi gekauft, vor 4 Jahren für 3000 Euro. Ich habe schon speziell nach einem E39 gesucht. Jedenfalls habe ich mich entschlossen, erstmal nach diesen Fahrzeugen zu suchen. Und M-Paket war natürlich auch ein Muss damals, weil wenn das Auto ein M-Paket besitzt ab Werk, kannst du direkt 1000 Euro drauflegen beim Verkaufen. Außerdem sehen die Fahrzeuge im M-Paket viel besser aus, also meiner Meinung nach. Ich habe mehrere Monate gesucht, also 2-3 Monate war ich alles auf der Suche und es gab ein paar Exemplare, aber ich konnte mich halt nicht entscheiden. Also das Auto müsste halt passen. Und gerade beim Vladi, der ist schon gut gefahren, sage ich mal, hat aber auch dementsprechend neue Kupplung eingebaut und Ölwechsel gemacht etc. Das war für mich wichtig und ja, somit kam es zum Kauf. Ich glaube für 3,2 hat er ihn inseriert, den 5er, und dann habe ich ihn sofort angerufen, ein paar Stunden später. Der hat mir das nicht mal gesagt, warum auch immer. Er wusste, dass ich auf der Suche bin, hat es einfach inseriert irgendwie bei Kleinanzeigen und dann habe ich ihn direkt angeschrieben, hier, was los, willst du dein Auto verkaufen? Und der so, ja, bin ich direkt zu ihm gefahren. Habe mir das Auto angeguckt, habe eine Probefahrt gemacht und somit kam es zum Kauf. Ich habe gesagt, hier 3000 Euro, mehr kann ich nicht geben und habe das letzte Geld zusammengekratzt und das Fahrzeug gekauft. Worauf müsst ihr eigentlich achten, wenn ihr euch so ein Auto kauft? Ist natürlich die Karosserie, weil alles andere kann man reparieren. Wenn man einen Motorschaden hat oder Getriebeschaden hat oder sowas am Ende, das ist alles machbar. Wenn aber die Karosse verzogen ist, dann ist Feierabend. Dann wird man niemals Spaß haben von einem gebrauchten Fahrzeug. Und ich wusste, dass dieses Auto unfallfrei ist, deswegen habe ich zugeschlagen. Er hat schon mal Fahrwerk eingebaut, DTS-Line, Gewindefahrwerk. Einen Eisenmann-Endschalldämpfer hatte er und den Mitteltopf hat er entleert. Das war es aber auch schon. Und natürlich war die Spur nicht eingestellt und so ein paar Kleinigkeiten wurden schon ein bisschen gepfuscht, aber das könnte man alles ausbessern und das habe ich auch getan. Bei der Probefahrt habe ich schon gemerkt, dass das Heck schwimmt. Ich habe das angesprochen und alles. Der meinte, das liegt an den neuen Reifen. Ich wusste aber schon, dass etwas ausgeschlagen ist. Das waren meine ersten Investitionen. Integrallenker austauschen und. Ölwechsel, Zündkerzen, klar, ne? Damit das Auto vernünftig fährt. Und dann kamen ein paar Umbauten. Die ganzen Umbauten, zum Beispiel was die Auspuffanlage angeht. Also die Auspuffanlage ist schon ein bisschen asozial. Wir können uns die Auspuffanlage gleich ein bisschen anhören, aber ihr wisst ja, die ist komplett gemacht. Von vorne bis nach hinten. Fächerkrümmer, Sportkarts, Endschalldämpfer, alles wurde gemacht. Aber ein normaler Mensch macht das ja nicht. Und ich hätte das natürlich, also höchstwahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber meine Fächerkrümmer waren defekt. Also ein Fächerkrümmer war undicht. Und vom Preislichen jetzt macht es eigentlich keinen großen Unterschied, ob man jetzt einen originalen kauft oder einen getunten. Ich habe hier einen Edelstahl-Fächerkrümmer von Schmiedmann. Der hat ja keine Katalysatoren. Deswegen müsste ich noch Sportkatalysatoren dazu kaufen. Ich habe zwei 200-Zellen-Cuts noch eingebaut. Und so viel zu der Auspuffanlage. Wir können uns gleich nochmal die Auspuffanlage anhören. Ich glaube, nur ein Blinder übersieht die Domstrebe von Vichas. Die ABS-Steuergeräte, die gehören zu den Schwachstellen beim E39. Ich habe hier so ein Schutzblech selbst gebaut. Mein Steuergerät ist eigentlich schon defekt. Und der wurde schon repariert und ich habe sogar selber versucht, da zu löten, aber das hat nichts gebracht. Jedenfalls, das Ding muss ich noch irgendwie reparieren. Falls jemand von euch einen E39 schlachtet, bitte gebt mir Bescheid. Das Ding brauche ich, dann ist mein Fahrzeug technisch in einem sehr guten Zustand. Das ist das Einzige, was meinen Kopf ziemlich penetriert, schon seit längerem. Und ich brauche ein Steuergerät mit 001 am Ende. Die Kenner unter euch wissen Bescheid. Ein Sportluftfilter ist noch verbaut. Ja, so Dichtungen wurden halt gewechselt, neue Wasserkühler, so Standardsachen. Aber so von Tuning-Umbauten
ist hier nicht viel passiert unter der Motorhaube. Die Angel Eyes, viele von euch haben mich deswegen auch angeschrieben, das sind ganz normale ZCFL-Ringe. ZCFL-Ringe bei eBay eingeben oder bei Amazon oder so und dann findet ihr die Teile. Und Scheinwerfer, das sind originale Xenon-Scheinwerfer, die habe ich auch nachgerüstet und die Ringe nachträglich eingebaut. Nun kommen wir zu den Felgen. Diese Felgen heißen Real Montreal Race mit 19x10,5J, vorne und hinten. Das heißt, also die Felgen findet man so nicht im Internet oder so. Das ist Eigenbau, also vorne und hinten 10,5J, so ein Setup findet ihr nicht. Und damit ich die überhaupt drauf bekomme, habe ich hinten 2,5 cm Spurplatte und vorne 3 cm, damit das die Felge überhaupt passt, weil sonst kommt man gegen Federbein und vorne mit einer Spurplatte von 3 cm habe ich jetzt eine Einpresstiefe von 5 und somit nur 4 mm bis zum Federbein. Also Felgeninnenkante bis zum Federbein hat 4 bis 5 mm, was schon ziemlich knapp ist, aber scheiß drauf, sieht geil aus. Damit ich die Felgen überhaupt befestigen kann, habe ich auf die Lugnuts umgerüstet. Das wisst ihr auch schon mittlerweile. Und das war's zu den Felgen. Ein DTS-Line-Gewindefahrwerk ist immer noch drin. Und Federwegbegrenzer habe ich auch noch hinten eingebaut, weil sonst, wenn das Auto voll beladen ist, setzt minimal die Felge an den Kotflügel auf. Ansonsten alle Serie Rückleuchten minimal bearbeitet. Das sind Facelift-Rückleuchten. Das war's, so viel zum Setup und ich habe euch versprochen, wir hören uns nochmal die Auspuffanlage an. Müssen wir schnell machen, weil hier in der Nähe ist eine Polizeistation. Ich gebe nur kurz Gas, dann könnt ihr euch nochmal erinnern, wie das Auto sich anhört. Los geht's! Das war's mit dem Video. Wir nähern uns dem Ende. Die neuen Aufkleber, die wir jetzt bei uns auf der Seite anbieten, die sind wie heiße Brötchen einfach nur verkauft worden. Wir müssen jetzt nachbestellen. Ansonsten, wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Mein Manager, ja, und meine Freunde und Kollegen haben mir empfohlen, die Seite etwas anders zu gestalten. Wir haben jetzt nicht einfach eine normale Seite. Ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus mit Facebook. Ich bin da auch nicht so oft online, aber die Community an sich, Leute schreiben gegenseitig. Ich würde euch empfehlen, auf diese Seite mal drauf zu gehen und die zu liken, weil das ist jetzt eine Gruppe. Also nicht einfach eine Facebook-Seite, sondern eine Gruppe. Da sind, glaube ich, nur 2, 3 Abonnenten zurzeit, aber das kriegen wir auch noch hin. Ansonsten habe ich noch eine Instagram-Seite, da könnt ihr den aktuellsten Stand von meinem Leben mitverfolgen, was ich so mache. Dann seid ihr schon mal auf dem neuesten Stand. Und ich glaube, ich habe nichts vergessen, habe alles erwähnt. Danke nochmal für die Unterstützung. Und wir sehen uns, wie immer, in weiteren Videos. Ciao.